Herzlich willkommen zu dem zweiten Teil meiner Videoreihe zu meinem neuen Mikrofon, dem T-Bone SC440. Heute soll es darum gehen, wie stelle ich das T-Bone richtig ein, besonders für Windows 8, und wie bekomme ich das Hintergrundrauschen weg. So, wir sind in Windows. Jetzt müssen wir auf den Lautsprecher rechts unten rechts klicken und dann auf Wiedergabegeräte, dann Aufnahmegeräte, dann müssen wir unser USB-Mikrofon suchen, Rechtsklick, Eigenschaften, und dann müssen wir die Lautstärke oder den Pegel einstellen. Bei mir ist er so 97, bei Windows 8 muss man den immer ziemlich hoch stellen, bei Windows 7 reicht eigentlich 30 oder sowas. Und hier auf Erweitert, ein Kanal 16-Bit 48.000 Hertz DVD-Qualität. Dann sollte alles passen. Jetzt kommen wir zur Nachbearbeitung. Ein ganz beliebtes Programm ist dabei Audacity. Dieses hier. Hier könnt ihr eure Stimme aufnehmen. So zum Beispiel, das ist ein Test. Aufnehmen. So zum und Beispiel, auch anhören. Das ist ein Test. Und dann können wir es nachbearbeiten. Also erstmal reinzoomen. Also ich würde euch immer empfehlen, die Stimme zu normalisieren. Mit Effekt normalisieren. Und dann die Rauschentfernung. So. Hier hört man ein bisschen Rauschen. So, dann gehen wir auf Effekt, dann Rauschentfernung, Rauschprofil ermitteln. Jetzt, da wir den Bereich ausgewählt haben, in dem das Rauschen vorkommt, weiß Audacity genau, was für ein Rauschen es entfernen soll. Und deswegen klicken wir hier. Und dann markieren wir alles, gehen nochmal auf den Effekt und dann einfach auf OK. Die Einstellungen sollten so ungefähr passen. Ist ja auch nicht so wichtig. Aufnehmen. So zum Beispiel, das ist ein Test. So, und das Rauschen ist gleich viel weniger. Und dann ist ein sehr beliebter Effekt noch der Kompressor. Die Standardeinstellungen, glaube ich, passen auch. So, dann ist die Stimme gleich. Aufnehmen. So zum Beispiel, das ist ein Test. Passt. Dann wird die Lautstärke, Verschiebungen in der Stimme, zum Beispiel leise Sachen und laute Sachen, angeglichen. So, und jetzt könnten wir schon exportieren. Aber das machen wir jetzt nicht, sondern wir kommen jetzt zu einem anderen Programm. Besonders für Livestreamer ist das ziemlich gut. Das ist nämlich Breakaway Broadcast Processor. Das Programm ist kostenpflichtig. Und das macht eine Live-Audio-Verarbeitung. Und zwar, jetzt hört ihr es gleich. So, meine Stimme ist gleich viel besser oder ganz anders oder viel schlechter vielleicht sogar. Hier kann man verschiedene Sachen einstellen, ganz viele Presets. Dann hat man hier noch so Regler, die kann man auch verändern. Und das wird einfach live gemacht. Also man muss im Nachhinein gar nichts machen. Und besonders bei Livestreams ist das toll, weil es gibt wenig Programme, die das können. Zum Beispiel noch Adobe Audition kann das auch noch live Audio bearbeiten. Aber das würde ich nicht so empfehlen. Also ich finde, das ist das beste Programm dafür. So, das war's dann auch schon. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ich hoffe, ihr schaut auch mein nächstes Video in dieser Videoreihe an. Da vergleiche ich Aufnahmen ohne Popschutz mit Aufnahmen mit Popschutz. Ich habe meinen Popschutz gerade noch nicht und die ganzen Aufnahmen, die ich bis jetzt gemacht habe, waren ohne Popschutz. Ohne Popschutz muss man eben darauf achten, dass man nicht zu nah ans Mikrofon geht, sonst hört man das. Und das will man nicht hören, weil das nicht ganz so professionell klingt. Also dann, bis zum nächsten Mal und tschüss.